Hallöche Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Und ja, ich hatte ein kleines bisschen noch was ausgeräumt. Ich habe meine Waffe noch einmal nachgeladen, weil ich heute mal gucken wollte, ob wir vielleicht noch ein bisschen Fleisch ranbekommen. Und ich habe die Kommentare ein bisschen durchgelesen, dass diese Sprösslinge, diese Birkendinger an den Bäumen dran sind und ich permanent dran vorbeilaufe. Deswegen werde ich auch gleich mal schauen, ob wir da draußen irgendwas finden und ob wir vielleicht irgendwas erlegen können. Ich muss mal schauen, habe ich denn ein Messer bei? Habe ich kein Messer bei? Doch, ich habe Messer bei. Gut. Wir gehen mal raus. Ich kann nicht viel tragen, ne? Ich müsste einiges hier lassen. Den Werkzeugkoffer und sowas alles. Wäre schon schöner. Packen wir den hier rein? Da ist schon ein Werkzeugkoffer drin, ne? Packen wir mal hier rein. Dosenöffner brauchen wir gerade nicht, weil alle Dosen hier sind. Das lassen wir auch mal hier. Ich sollte vielleicht doch irgendwann mal einen Topf mitnehmen. Die Steine lassen wir hier. Den Wetzstahl lassen wir hier. Ich weiß, ich müsste das Messer vielleicht mal nachschärfen, bevor es kaputt geht. Aber das machen wir andermal. Die Holzkohle. Das sind 2 Kilo. Da machen wir mal... Ach komm, ich will heute nicht markieren. Oder doch, ich nehme mal ein paar mit. Und das war's jetzt eigentlich. Die Taschenlampe, die brauchen wir auch nicht. Die ist sowieso ein bisschen hinderlich. Und dann gucken wir mal raus, ob wir in der restlichen Zeit, die noch da ist, vielleicht noch irgendwas Brauchbares finden. Oder töten können. 2 Stück. Und davon nehme ich noch eine mit. Gut, auf geht's. Gehen wir mal auf Jagd. Ich habe die Steine jetzt extra bei, weil ihr auch geschrieben habt, dass man die Hasen damit abwerfen kann. Und dass wir dann die Hasen damit betäuben können. Gut. Ich glaube, der Elch hat sich, glaube ich, verkrümelt. Mal gucken, mal so eine Birke hier. Irgendwie dran sollen irgendwelche Sprösslinge sein. Mal ein Stück hier. Ich sehe da jetzt... Ist das eine? Ja, irgendwo am Boden. Ich gehe mal zu denen da vorne hin. Renzi, bist du da? Ein Setzling einer Birke. Die seitlich sprießt. Okay. Es waren mehrere, die das Kommentar geschrieben haben. Ich habe bloß gerade jetzt das letzte, was geschrieben wurde, zu den Birkendingern gerade vor mir. Also, danke nochmal an alle, die hier so fleißig dabei sind. Ich habe irgendwo muss hier noch der Bär sein. Der wird mir irgendwann, glaube ich, auch zum Verhängnis werden. So, schauen wir mal. Was bist du hier? Du siehst dich aus wie die Birke. Die waren ja da weiter vorne gewesen, ne? Machen wir nochmal ein Stück. Das sind ja nur die normalen Äste hier. Das sind sowieso die falschen Bäume. Da ist eine. Wir sollen hier überall rumwursteln. Hier ist nichts. Aber auch nix. So, können die Dinger sein? Was bist du hier? Du bist wieder ein normaler Stock. Zweig. Nur Stöcker. Temperatur geht eigentlich. Ich hätte vorher noch einen Schluck Wasser trinken sollen. Hab jetzt aber auch wieder wenig mitgenommen, weil ich dämlich bin. Hunger ist auch wieder on point. Sind Stöcker. Noch mehr Stöcker. Ich glaube, da vorne ist was. Guck's mir mal an. Ich glaube, das ist einer, oder? Das hier. Genau. Ah, guck. Vielen Dank für die Tipps. Gut. Nehmen wir mal mit. Nach den Dingern müssen wir also Ausschau halten. Ich hoffe, die wachsen wieder nach. Aber so viele sehe ich davon nicht, ne? Da kriege ich jetzt, glaube ich, wieder nur einen Pfeil raus aus dem Mistding. Ist ein bisschen tote Hose hier mit den Dingern. Oh, da muss ich erstmal 30, 40 Stück finden, damit ich mal was basteln kann. Versuche mal die Teile hier überall aufzutreiben. Was ist das? Birkenrinde. Nehme ich auch mal mit. Können wir mal wieder für Feuerholz brauchen. Ich muss heute noch ein Tier erschießen. Ist aber auch kein Tier mehr. Oh, ich dachte, da fährt ein Auto lang. So verwirrt bin ich schon, weil ich auf spezifisch darauf achte, ob ich hier irgendwas entdecke, was ich gebrauchen oder essen kann.
Ja, hier vorne sind wenig Birken, da werden wohl keine Sprösslinge kommen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Sieht auch aus wie eine Birke, ist aber bestimmt keine. Weil die müsste, ja, die sind viel heller da vorne. Ich gucke immer auf die Musterung von dem Baum, aber das bringt mir nichts. Ich gucke nochmal hinten. Ich weiß, ich renne jetzt die ganze Zeit hin und her wie ein Blöder. Aber ich wollte hier vorne gucken, weil die am meisten von den Bäumen zu erkennen sind. Da oben sind auch noch welche. Von hier aus sehe ich nichts. Ja, wir haben ja mitgekriegt, war das letzte Folge, vorletzte Folge. War das vorletzte? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn so ein Elch zwei Schüsse braucht, wie viel brauche ich denn bei den Bären? Und wenn die Waffe wieder verklemmt, dann habe ich richtig einen Batzen. Muss mir da langsam mal einen Kopf machen. Obwohl es so ein Bärenfell, kannst du wieder ordentlich was draus machen, ne? Ist das hier so wieder nur Steine? Ja, das sind Steine, schade. Gott, guck mal hinten nochmal hoch. Vielleicht lebt der Elch ja sogar noch. Aber ich glaube, die Viecher, die spawnen nach einer Weile und kommen wieder neu. Zu dem Dreh. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Da hinten ist ein Rehhirschdingsbums. Da könnte aber auch der Bär sein. Wie gesagt, der ist hier vorne an der Felskante. Meistens. Wer bist du? Ach, guck hier. Harald. Hat wieder eine Spei. War schon immer Säufer gewesen. Ich hoffe natürlich, dass das den Bär eher erschreckt, als ihn zu mir zu locken. Wenn er da ist. So, du Ringelhirschgetier. Du Reh mit großem Geweih. Auch... Ja, ich weiß, auch ein Rehbock hat nicht so großes Geweih. Aber es soll ein Reh sein. Ich glaube, er hört mich. So, mein Kleiner. Alter, der hat das überlebt. Ich bin wieder nur Munition verschwenden. Ich sollte mal hinterher. Na, dann los. Mal sehen, wo er hinhoppelt. Mal die Fährte aufnehmen. Ja, aber er blutet. Also wir haben gut getroffen. Das zweite Mal war leider nichts. Ich weiß, wir werden nur harte Munition verschwenden. Alter, ist der jetzt hier runter? Will das Vieh mich verarschen? Da breche ich mir doch die Achse, wenn ich hier runter rutsche. Oh, wäre viel zu schnell. Wo ist denn hin? Ist durch einen Baum? Nee, da ist er lang. Ah, Mist, dass der zweite nicht geklappt hat. Ich hatte extra ein Stück höher, weil er den Berg hochgelaufen ist. Da hinten ist er, der Wolf ist dran. Oder ist er das überhaupt gewesen? Ich folge meiner Blutspur. Wenn er schießt, ich auf den scheiß Wolf. Nee. Daran aber hinten gerade rum. Ich weiß nicht, ob er das ist. Test es einfach mal. Naja, der ist hier runter. Nee, oder... Hä? Ah, das ist er. Oh, vor mir der scheiß Wolf alles wegfrisst. Wo ist denn der? Nehme ich dich auch noch mit. Was? Ey, heute bin ich echt kein guter Sniper. Drecksvieh. Ich habe getroffen. Also ich treffe hier alles, aber irgendwie
will nicht sterben. Ja, ja. Kriegst bald dein Wasser. War doch nur eine Blutspur gewesen, oder? Was ist das hier? Eine Krähenfeder, die brauchen wir auch für die Pfeile. Er hat sich verpisst. Es war da hinten lang, aber wir haben zu lange gewartet, dass die Blutspur weg. Wir haben den doch getroffen, ne? Nur ein Stück, ein kleines Stück. Vielleicht ist er irgendwo hier hinten verendet. Ist das da ein Stock, ne? Da war das Mistvieh gleich wieder dran. Kaum schießt du was an, kommen die ganzen Viecher an und wollen dir das Futter wegnehmen, statt selber mal zu jagen. Seht ihr irgendwo was rumliegen? Ich weiß, Leute, ich bin der schlechteste Jäger ever. Ach, guck mal. Unser Kumpel. Dann brauchen wir noch die paar Kilo mit und dann ab nach Hause. Damen nehmen wir auch mit. Wunderbar. Ja, ja. Durst, 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 Durst. Ja, ja. Auf dich zu bescheißen. Müsste ja wohl mal ein paar Meter laufen können hier. So. Wenn wir nach Hause kommen, essen, trinken wir ein bisschen. Müssen nämlich, ja, ist bald Sonnenuntergang. Müssen ja uns langsam mal ein bisschen sputen. Als wir nach Hause kommen, dann machen wir ein schönes, leckeres Fresschen. Werden wir jetzt nicht überfallen werden von irgendwelchen anderen Viechern. Nein, wie gesagt, ich hätte mir die Schüsse, ja, jetzt im Nachhinein kann ich es mir echt schenken. Also bei der richtigen Jagd, da schießt auch manchmal nur drauf. Also soll es natürlich treffen. Wenn du nicht richtig triffst, irgendwann fällt das Vieh auch so um. Halte ich bis nächste Mal dran. Drauf, entweder gleich Herzschuss, Kopfschuss oder anschießen, verenden lassen. Ne? Überleben zählt. Die Munition hatte ich ein Glück beim letzten Rundgang gefunden, könnte ich aber echt noch mehr brauchen. Aber ich weiß nicht, wo noch mehr Jägerstände sind. Oh, da unten ist die Hütte. Aber hier muss ich aufpassen mit dem Runterlaufen, sonst fliege ich wieder auf die Fresse. Und übrigens, ja, es kam ein neuer Patch raus. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, was drin stand. Auf jeden Fall, Story-Modus wurden einige Dinge wieder richtig gemacht. So ein paar Bugfixes und so. Und auch mit dem Essen vergammelt habe ich da so beim Überblick, also beim Überschweben mal ein paar Dinge gesehen. Dass jetzt auch irgendwas gefixt wurde. Und mit dem Spray halt. So. Ja, du kannst nicht klar denken. Dafür bin ja auch ich zuständig. Ich steuere dich ja. Schauen wir mal, was da ist. Hier ist Fleisch, Wolffleisch haben wir jetzt genug. Wir haben jetzt wieder Dingsbumsfleisch und Bumsterdings. Also alles schick. So. Reh. Essen. Ja, Verstauchungsrisiko am Arsch. Jetzt wird erstmal ganz kurz hier gefressen. Geheilt. Okay. Das reicht erstmal. Drinnen da vielleicht noch Schokoriegel reinflattern und dann ist das auch wieder schick. Geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Gut. Ah, die Wumme hänge ich da später ran. Im jetzigen Zeitpunkt. 21.17 Uhr gerade bei mir in der Aufnahmezeit. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen, wie das hier mit diesem Reh läuft. Also mit den Schuhen. Weil die sind immer noch da. Keine Ahnung. So, Schluck Wasser wollte ich saufen. Oder war das vorige Folge? Ach, leck mich am Arsch. Ich habe keine Ahnung mehr. Sorry. So. Hat er getrunken. Auch wieder voll. Hat er noch ein bisschen was in der Tasche. Was wollte ich jetzt tun? Fleisch braten. Nehmen wir mal. Ja, doch. Ist doch gleich wieder alles da drinne. So, machen wir mal Feuerchen. Müsste das kleine Buch dann noch lesen. Zweck schneller Feuer machen. Würde, denke ich mal, ein kleines bisschen besser gehen. Na komm. Ja, komm. Ach, leck mich doch am Arsch! Warte mal.
bevor ich hier noch mehr verschwende. Ja, ich sollte das Buch vielleicht bald mal lesen. Mal die Holzkohle raus. Zündbündel. So, jetzt aber, bitte. Ich weiß. Ah, ich hab. Ach, guck, stimmt ja, das gehört ja auch dazu. Geht nämlich ein bisschen schneller. Turned out pretty well. Ja. Garen. Oh Gott. Das wird ein Spaß hier. Den ganzen Scheiß da durchwälzen. Wo wir dabei sind. Dass wir die Zeit ein bisschen sinnvoller nutzen. Will ich. Davon brauchen wir auch bald wieder was, ne? Ich weiß nicht, wo man am besten Schleifsteine herbekommt. Die muss ich auch bald wieder machen. Die Axt ist, glaube ich, gerade ein bisschen wichtiger, oder? Oh, schärfen. Gibt's zwar immer nur ein paar Prozente. Schon wieder 50. Wie lange ist hier noch? 28 Minuten bis Garpunkt. Dann machen wir Schärfen. Wie lange dauert das immer? 11 Minuten. Machen wir zweimal. Genau, nochmal schärfen. Da müsste das Fleisch auch langsam gut sein. Auf 41 sind wir schon. Also ich habe schon ein bisschen was geschliffen. Ich habe auch die eine Waffe mal komplett gereinigt. Immer noch 4 Minuten 3. Dann machen wir mal ganz kurz den hier. Das ist die Knarre da. Ich hänge die nämlich immer gerne wieder da hinten ran. So. Das ist fertig. Das nehmen wir mal. Machen gleich die nächste Runde. Ich werde das jetzt hier nicht die ganze Zeit machen. Keine Sorge. Aber dass zumindest der ganze Schnodder mal ein bisschen was wegkommt. Ich habe gesagt, hier sind irgendwo welche Punkte, wo man sehen kann, wie abgelaufen es ist. Die habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen. 38 Minuten hält das Feuer noch. Werfen wir mal Kohle nach. Ist da nochmal 4 Stunden drauf. Ah, schön. Hier vorne habe ich mal meine Bücher sortiert. Ich mache euch mal ein bisschen heller, damit ihr was sehen könnt. Wie gesagt, hier läuft irgendein Vorgang. Hier hätte ich auch nochmal vielleicht ein bisschen aufräumen können. Wenn wir dabei sind, machen wir mal hier hin. Was habe ich hier? Oh, ich habe mir so viel. Stimmt, das ganze Trockenfleisch. Und die Stäbe habe ich auch noch, die man essen kann. Ach, ich muss aber. Bald gehe ich mal hoch zum Damm hinten raus. Und hol mir ein bisschen anderes Loot noch. Und hier vorne habe ich auch noch. Ich hab so viele Angelhaken noch. Ich müsste mal wirklich so zwei, drei Tage nur auf Angeln aus sein. Damit ich dann noch mehr Müll zusammenbekomme. So, wir machen erstmal bis zum Garzeitpunkt. Mir egal jetzt. Bisschen Zeit halt verschwenden. So, nehmen. Garen. Rinder. Naja, gut, ist kein Rinn, aber Rinn da. Wollen wir nochmal ganz kurz warten. Nur mit 2 Schuss könnten wir in der Theorie noch 2 Rehtiere ranbekommen. Ich will jetzt eh gerade Nacht, deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich kann jetzt keine Pfeile bauen. Ich habe, glaube ich, noch 3 Federn insgesamt. Ich muss mir mal Federsuche machen. Das heißt, überall, wo die Krähen oben rumschwirren, wo eine Leiche sein könnte, muss ich diesmal jetzt auch Augen offen halten nach Federn. Es ist hier nichts mehr mit Dingsbums. Kleine Frage nochmal an euch. Wenn da eine Leiche liegt, ein Toter, bleiben die Krähen da oben drüber? Also bleiben die, wenn du die Leiche gelootet hast, sind die Krähen dann für immer da weg oder wie läuft das? Weil wäre scheiße. Sonst haben wir irgendwann keine Krähen mehr, außer ich erlege irgendwas und warte stundenlang. Komm. Essen nehmen. So. Jetzt die kleinen, die Wolfsteaks, die wir jetzt machen. Hat aber viel drin, ne? So, noch einmal. Schon wieder da ich mitten in der Nacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo? Das war knapp jetzt. Warte, waren immer noch ein paar. Ah, ich habe die Zündbündel auch noch ein paar dazwischen. Das ist mal voll die Zeit vergessen. Okay. Gut. Machen wir hier noch einmal Garen und hier füllen wir nochmal Wasser auf.
Immer 2 Liter gleich. Dauert eine Stunde. Das läuft noch 4 Stunden. Ich bring mal ganz kurz, weil ich mache euch mal. Das hier, jetzt eine Fackel in der Tasche. Ganz kurz ein bisschen Licht, damit ihr noch was sehen könnt. Gut. Fleisch draußen hinlegen, obwohl ich immer noch nicht glaube, dass das so intelligent ist, was ich hier tue. Ihr habt's geschrieben. Ihr habt gesagt, schmeiß das raus. Es gefriert aber auch nicht, ne? Guck, es ist immer noch nicht gefroren nach zig Tagen. Und irgendwann töte ich die Eule da hinten. Wenn das gehen würde, das wäre lustig. So. Haben wir da genug Fleisch im Kühlschrank? Leute, Freunde. Ich mache jetzt hier erstmal eine Folgenpause. Jagd war erfolgreich, auch ja, wir haben ein bisschen zu viel Munition verschwendet, aber wir werden schon irgendwo was Neues ranbekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ne? Wie gesagt, ich bin da für alle Kommentare, freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao.